Eine Parallelverschiebung wird auf dem Pfeil PQ festgelegt. Was verstehen wir unter einer Verschiebung eigentlich? Auf dem PC ist es, glaube ich, recht einfach zu sehen. Da können wir eine bestimmte Zeichnung, einen bestimmten Text einfach markieren und dann beliebig in unserem Dokument herumschieben. Auf einem Blatt Papier ist es sicherlich nicht so einfach. Man könnte es zwar ausschneiden und wieder einkleben, aber dann wird das Blatt Papier kaputt. Dafür gibt es eben jetzt die Parallelverschiebung, die es uns erlaubt, einen Punkt P oder auch später Figuren und sonstige Zeichnungen zu verschieben. Um eine Verschiebung durchführen zu können, sind natürlich zwei Sachen besonders wichtig. Einmal die Richtung, in welche Richtung dürfen wir überhaupt verschieben, und einmal wie weit. Zum Beispiel, man könnte einem Freund sagen, verschieben wir bitte den Tisch. Und dann wird der Freund sicherlich sagen, ja, wohin eigentlich? Dahin, dahin. So, wenn ich ihm jetzt eine Richtung festgebe, zum Beispiel verschieben wir den Tisch nach links, dann gibt es ja auch noch viele Möglichkeiten. So weit, so weit. Wie weit denn überhaupt? Also ich muss ihm auch noch eine Richtung fest, eine Länge festgeben. Also verschieben wir den Tisch nach links um 2 Meter zum Beispiel. Dann weiß der Freund genau, wo er diesen Tisch hinzuschieben hat. Diese Angaben brauchen wir natürlich auch für die Parallelverschiebung. Und das kriegen wir jetzt in diesem Fall durch diesen festgelegten Pfeil PQ. Der liegt hier drin. Dieser Pfeil PQ gibt uns schon eine Richtung vor, nämlich in Richtung der Pfeilspitze. Und dieser Pfeil PQ hat auch schon eine festgelegte Länge. Die können wir einfach mit einem Geodreieck oder einem anderen Lineal ausmessen. Und in meinem Fall hat der Pfeil eine Länge von 5,2 cm. So, jetzt heißt es hier, es gilt, B wird auf B' abgebildet durch den Pfeil PQ. Also nochmal, das hier ist die Abbildungsschreibweise für Parallelverschiebungen und die heißt eigentlich nichts anderes wie der Punkt B wird auf B' abgebildet, also im Prinzip nichts anderes als verschoben. Eben durch die Parallelverschiebung mit dem Pfeil PQ. Da das hier eben viel kürzer ist zu schreiben als das da, benutzt man in der Mathematik immer diese Form. So, wie gesagt, wir brauchen ja zwei Angaben, nämlich einmal die Richtung und einmal die Länge. Die Richtung hat der Pfeil vorgegeben. Da wir jetzt in die gleiche Richtung verschieben, brauchen wir jetzt die Parallelität. Das heißt ja Parallelverschiebung, das heißt irgendwas muss ja parallel liegen. Und zwar zeichnen wir jetzt als erstes eine Parallele durch den Punkt P, durch den Punkt B zur Strecke, sagt zum Pfeil PQ. Dafür nimmt man am einfachsten das Geodreieck. Da sind jetzt schon einige parallele Linien aufgezeichnet. Und zeichnet entsprechend die Parallele hindurch. So, damit haben wir unsere Richtungsangabe. Jetzt brauchen wir noch die Länge. Ja, wir haben ja vorhin ausgemessen, der Pfeil PQ ist 5,2 cm lang. Also gehen wir jetzt auch her und tragen einfach nochmal so einen Pfeil mit Länge von 5,2 cm an den Punkt B ab. Und noch eine Pfeilspitze. Und direkt an dieser Pfeilspitze liegt dann unser Punkt B'. Es ist im Übrigen egal, wie diese Punkte hier heißen. Die müssen nicht immer B und B' oder PQ heißen, sondern die können alle möglichen Namen annehmen. Das wird allerdings immer in der Aufgabe irgendwo dran stehen, wie diese Punkte heißen.